Mir fallen da eben gerade so zwei Geschichten ein. Es ist schon ein paar Jahrzehnte her. Ich weiß auch nicht, ob ich schon mal erzählt habe. Ich glaube, Episode 22, wenn ich mich nicht verzählt habe, ist das jetzt. Ja, okay. Also, Dodo, Otto Lehnhof hieß der. Den gibt es leider nicht mehr. Der hatte sich 1966 einen Triumph Bonneville gekauft beim Detlef Lewis in Hamburg. Der hat damals die Vertretung gehabt für diese englischen Dinger. Na gut, mein Vater hat gefahren eine AGS 650 und 66 war ich 10 Jahre alt. Und ich glaube, ich war dann 67. Auf jeden Fall, mein Vater hat vom Otto die Bonneville gekriegt und wir zwei waren unterwegs. Im Sommer, sonntags morgens, weiß ich noch. Auf einmal reiste Gaszug. Mein Vater war ja auch ein Erfinder. Da hat er irgendwo angehalten an so einer Werkstätte hier. Es war sonntags, wie gesagt, er hat aufgemacht. Und da hat er so zwei, die Bonneville hat zwei Vergaser, keine Luftfilter drauf, nur mal so. Und da hat er hier sich so zwei Schweißdreht besorgt, die waren ein wenig dicker, glaube ich. Hat er hier so gebogen, ja, so wie ich jetzt hier. Und ich habe hier drauf gesessen und habe die Gasschieber hochgezogen. Und so sind wir dann an dem Sonntagmorgen noch heimgekommen. Und da weiß ich noch, der Vater hat alles geschimpft, nicht zu viel. Ich habe natürlich aufgerissen, das ist ja klar, damit er mal richtig Dampf, damit da richtig Dampf reinkommt. Ja, das war die eine Geschichte. Aber die erzähle ich eben nur so am Rand. Mir ist eben gerade, ich zeig's mal. Mal sehen, ob ihr das seht, wenn ich hier drauflege. Ihr seht das vielleicht. Die, wo es nicht wissen, das ist so ein. Ach so. Na. So, hier zeige ich es euch mal gerade. Das ist so ein Ventilkeil. Die Spezialisten wissen ja, was das ist. Auf jeden Fall, es war im Winter, die Bonneville hatte Öl gebraucht, was weiß ich, und da hatte Otto den Motor ausgebaut und hat ihn in der Küche repariert. Das weiß ich noch. Seine Frau, die hieß, glaube ich, Anna, die hat noch Motz geschimpft, aber war egal. Der Motor von der Bonneville, der lag auf dem Küchentisch und er wurde halt repariert. Der Ventilkeil, das ist so geil. Ja, auf jeden Fall, Otto wollte dann Ventil reinmachen, glaube ich, was. Wie gesagt, ich war da so 10, 12 Jahre alt. Der wollte Ventil reinmachen und will das da reinmachen und der Clips fliegt raus. Das war jetzt übrigens sonntags. Da rief mein Vater an, sagte Helmut, komm mal vorbei, ich habe hier schon geguckt, ich sehe nichts mehr in der Küche. Mir ist ein Ventil, so ein Ventilkeil da, ist mir abgehauen. Ich finde nett. Okay, Vater hat mich mitgenommen, hat damals gefahren, DKW 1000S, so weiß ich noch. Sind wir zum Auto gefahren. Die Anna war verschwunden. Die wollte eigentlich kochen sonntags, das war ja nicht möglich, weil die Küche wurde zerlegt. Es wird picopaco sauber gemacht, es wird gekehrt, es wird gemacht. Der Ventilkeil wurde halt gesucht. Der war ja wichtig, der Motor hing nur noch da dran. Die Schränke wurde weggeräumt, es wurde abgebaut, es wurde gemacht. Der Ventilkeil war weg. Dodo hat noch geschimpft. Die Anna hat ihn wahrscheinlich schon weggekehrt. Ich habe gesagt, ich soll aus der Küche draußen bleiben, bis der da ist. Also wir haben alles gemacht, das ging mehrere Stunden rum. Das war bis, also wir sind auch zu spät gekommen zum Essen. Wir waren, glaube ich, um 9 Uhr schon dort beim Otto. Um 1 Uhr war das ganze Spiel abgebrochen worden. Der Ventilkeil war weg. Also es musste neu bestellt werden. Hat es natürlich ein bisschen gedauert. Na gut, irgendwann ist auch der Triumphmotor wieder reingekommen. Neue Ventilkeil, alles war gut. Dann, was weiß ich, so ungefähr 7, 8 Jahre später ist der Otto da ausgezogen und hatte eine neue Wohnung gehabt. Und beim Ausräumen ist dieses Keilchen gefunden worden. Weißt du, wo er gleich gelegen hat? In der Küchenlampe, die hatte so ein Lampenschirm. Oben im Lampenschirm, da ist er reingeflogen. Ist ja ein bisschen Druck drauf, wenn du den da runter drückst. Die Feder raus und ist der da oben rein. Ja. Ich hatte ja auch damals mitgeholfen. Die ganze Küche wurde zerlegt und hin und her. Der Ventilkeil war weg. Da war er dann im Lampenschirm. Da hat keiner drauf mitgerechnet. Das war so die Geschichte. Und diese Triumph Bonneville, da habe ich ja schon mal Filme gemacht. Die habe ich übrigens.
Die habe ich damals in der. Der Otto hat dann irgendwann später, ich glaube 70, hat er Honda gekauft. CB 750, das war natürlich damals der Dampfhammer. Und da kam diese Triumph Bonneville. Die hat dann Zahlung gegeben beim Honda-Händler. Wie hieß denn der? Der hieß Kunze. Da unten im Spessart irgendwo drin. So, weiß nicht mehr genau. Der gibt es aber nicht mehr, der Mann. Und auf jeden Fall, da stand das Motorrad. Ewige Zeit. Und Anfang der 80er Jahre hatte ich mich wieder erinnert an die Bonneville. Da habe ich immer so ein Faible für alte englische Maschine. Bin ich da hingefahren und tatsächlich, sie stand noch da an der Ecke. Nichts passiert. Ich meine, ich hätte 200 oder 300 Mark hätte ich ihnen gegeben. Und da habe ich sie angeschoben. War dann die Lichtmaschine kaputt, weiß ich noch. Ja, das habe ich dann damals alles schön gemacht. Hier vor ein paar Jahren habe ich sie wieder mal rausgeholt. Die läuft einmal frei. Ja, für 300, 400 Mark, ich weiß nicht genau. Heute ist so Bonneville da, ich meine, die steht noch echt top da. Ne? Die hat heute einen Wert, sagen wir mal so, um realistisch zu sein, so 6.000, 7.000. So manche Fantasten, die wollen dann das Doppelte haben, das ist ja Quatsch. Aber weil ich eben gerade Wendigkeit hier in der Firma hat, deswegen ist mir das gerade eingefallen. Okay, das war die Story.